München, Heimat des Deutschen Museums, eines der größten Museen Deutschlands. Jedes Jahr kommen mehr als 1,4 Millionen Besucher auf die Museumsinsel in der Isar. Im November 2009 hat hier das Zentrum Neue Technologien, das ZNT, eröffnet, das sich den Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts widmet. Auf einer einzigartigen Plattform werden im ZNT aktuelle Themen aus Naturwissenschaft und Technik präsentiert. Das ZNT stellt einen Meilenstein in der Geschichte des Deutschen Museums dar, weil wir zum ersten Mal in eine Dialogplattform eintreten mit den Menschen über die Zukunftstechnologien, die uns heute so sehr beschäftigen, Biotechnologie und Nanotechnologie. In einer dauerhaften Kernausstellung erfährt der Besucher, wie die Welt im Allerkleinsten funktioniert und welche Bedeutung Bio- und Nanotechnologie für den Alltag haben. Völlig neuartig ist das Bedienkonzept der Vitrinen. Der Besucher kann über einen Touchscreen die Exponate quasi anfassen und sie aktivieren, um Informationen darüber abzurufen. So kann er zum Beispiel erfahren, wie ein Rastertunnelmikroskop funktioniert. Oder auch, wie die neuen Technologien dabei helfen, immer kleinere Datenspeicher oder biotechnologische Arzneimittel zu entwickeln und letztendlich, wie die Lebensqualität durch Forschung verbessert werden kann. Das ist nicht eine Ausstellung wie eine statische Ausstellung, wie das sozusagen oftmals herkömmlich gehandhabt wurde. In manchen Bereichen ist das ja auch in Ordnung. Das ist eine Ausstellung, die viel mehr ist als nur eine Ausstellung. Wie gesagt, es ist ein Dialogforum, es ist der Weg in die Zukunft, ihn zu besprechen, ihn zu thematisieren mit den Menschen, die uns besuchen. Und wir hoffen, dass es möglichst viele sind, die teilnehmen, die partizipieren. Die Besucher können im ZNT den Forschern live über die Schulter schauen und ihnen direkt Fragen zu ihrer Arbeit stellen. Warum studiert man eine Naturwissenschaft? Wie funktioniert ein wissenschaftliches Projekt? Wie kommen die Ergebnisse aus der Forschung in die Wirtschaft? Im ZNT dürfen die Besucher sogar selbst mit Genen experimentieren. Im Besucherlabor können sie ihre eigene DNA oder die genetischen Fingerabdrücke anderer untersuchen. Forschungspraxis wird hier direkt erlebbar. Um Forschung transparenter zu machen und der Öffentlichkeit ein Verständnis für die innovativen Technologien zu vermitteln, setzt das Zentrum Neue Technologien auf einen offenen Dialog. Das ist die Idee Oskar von Millers bei der Gründung des Deutschen Museums immer schon gewesen, die neuesten Technologien den Menschen darzustellen, um sie mitzunehmen auf die Reise in die Zukunft. Und das kann man nur mit einem informierten Bürger, mit einem Bürger, den man einbezieht in den Dialog. Deshalb ist das Zentrum Neue Technologie auch als Dialogplattform geplant. Mit Wechselausstellungen, mit Veranstaltungscharaktermöglichkeit, mit unseren Partnern, die sich zeigen, die sich darstellen, die die neuesten Forschungsergebnisse, die neuesten Ansätze in der zukünftigen Forschung hier auch präsentieren. Die großen Wissenschaftsorganisationen, das BMBF und der Gründungspartner Amgen zeigen im Zentrum Neue Technologien ihre aktuelle Forschung. So nutzen sie das Museum als Plattform, um mit der Öffentlichkeit in Dialog zu treten. In Sonderausstellungen werden aktuelle Themen aus Bio- und Nanowelt dargestellt. Die Sonderausstellung Expedition Materia des BMBF zeigt zum Beispiel modernste Materialien, ihre Beschaffenheit und alltäglichen Anwendungen. Das ZNT will besonders junge Menschen ansprechen und ihnen den hohen Stellenwert von Wissenschaft und Forschung vermitteln. Weil wir zum ersten Mal in eine Dialogplattform eintreten mit den Menschen über die Zukunftstechnologien, die uns heute so sehr beschäftigen, Biotechnologie und Nanotechnologie. In einer dauerhaften Kernausstellung erfährt der Besucher, wie die Welt im Allerkleinsten funktioniert und welche Bedeutung Bio- und Nanotechnologie für den Alltag haben. Völlig neuartig ist das Bedienkonzept der Vitrinen. Der Besucher kann über einen Touchscreen die Exponate quasi anfassen und sie aktivieren, um Informationen darüber abzurufen. So kann er zum Beispiel erfahren, wie ein Rastertunnelmikroskop funktioniert. Oder auch, wie die neuen Technologien dabei helfen, immer kleinere Datenspeicher oder biotechnologische Arzneimittel zu entwickeln und letztendlich,
wie die Lebensqualität durch Forschung verbessert werden kann. Das ist nicht eine Ausstellung wie eine statische Ausstellung, wie das sozusagen oftmals herkömmlich gehandhabt wurde. In manchen Bereichen ist das ja auch in Ordnung. Das ist eine Ausstellung, die viel mehr ist als nur eine Ausstellung. Wie gesagt, es ist ein Dialogforum. Es ist der Weg in die Zukunft, ihn zu besprechen, ihn zu thematisieren mit den Menschen, die uns besuchen. Und wir hoffen, dass es möglichst viele sind, die teilnehmen, die partizipieren. Die Besucher können im ZNT den Forschern live über die Schulter schauen und ihnen direkt Fragen zu ihrer Arbeit stellen. Warum studiert man eine Naturwissenschaft? Wie funktioniert ein wissenschaftliches Projekt? Wie kommen die Ergebnisse aus der Forschung in die Wirtschaft? Im ZNT dürfen die Besucher sogar selbst mit Genen experimentieren. Im Besucherlabor können sie ihre eigene DNA oder die genetischen Fingerabdrücke anderer untersuchen. Forschungspraxis wird hier direkt erlebbar. Um Forschung transparenter zu machen und der Öffentlichkeit ein Verständnis für die innovativen Technologien zu vermitteln, setzt das Zentrum Neue Technologien auf einen offenen Dialog. Das ist die Idee Oskar von Millers bei der Gründung des Deutschen Museums immer schon gewesen, die neuesten Technologien den Menschen darzustellen, um sie mitzunehmen auf die Reise in die Zukunft. Und das kann man nur mit einem informierten Bürger, mit einem Bürger, den man einbezieht in den Dialog. Deshalb ist das Zentrum Neue Technologie auch als Dialogplattform geplant. Mit Wechselausstellungen, mit Veranstaltungscharaktermöglichkeit, mit unseren Partnern, die sich zeigen, die sich darstellen, die die neuesten Forschungsergebnisse, die neuesten Ansätze in der zukünftigen Forschung hier auch präsentieren. Die großen Wissenschaftsorganisationen, das BMBF und der Gründungspartner Amgen zeigen im Zentrum Neue Technologien ihre aktuelle Forschung. So nutzen sie das Museum als Plattform, um mit der Öffentlichkeit